Am Mittwoch und Donnerstag finden zwei ausverkaufte Shows der Skandalband Rammstein im Wiener Ernst-Happel-Stadion statt. Die deutsche Gruppe sieht sich dabei zahlreichen Protesten gegenüber. Grund sind die Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann rund um sexuelle Übergriffe. Während linke Organisationen zu großen Demos aufrufen, outet sich Salzburgs FPÖ-Landeschefin Marlene Swatzek als großer Rammstein-Fan und wird auch bei einem der Konzerte selbst live vor Ort sein. Swatzek erklärt gegenüber der Krone: Ich gehe am Donnerstag zum Konzert. Ich habe von den Vorwürfen gelesen, aber ich fürchte mich nicht und bin eine große Befürworterin von Eigenverantwortung. Egal ob Mann oder Frau, und lehne Vorverurteilung ab. Außerdem betont die Salzburger FPÖ-Chefin: Wenn man auf ein Rammstein-Konzert geht, weiß man auch, was einen erwartet. Wenn sich die Vorwürfe als wahr erweisen, ist das eine andere Sache und natürlich scharf zu verurteilen. Während bei den Konzerten jeweils rund 55.000 Fans den Musikern zujubeln werden, organisiert die linke NGO-Organisation Aufstehen für Mittwochnachmittag eine Protestkundgebung. Unter dem Motto »Keine Bühne für Täter« wolle man ein starkes Zeichen setzen. Auch die sozialistische Jugend zeigt sich mit den Demonstranten solidarisch. An den Protesten beteiligen werden sich auch die SPÖ-Frauen. Sie stellen sich gegen eine Täter-Opfer-Umkehr. Mehrere Frauen haben sich in den vergangenen Wochen gemeldet und Situationen geschildert, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Bei Aftershow-Partys soll es demnach auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann selbst weist die Vorwürfe entschieden zurück. Seine Anwälte gingen teils auch gerichtlich gegen Medienberichte vor und hatten eine völlig aus dem Ruder gelaufene Verdachtsberichterstattung kritisiert,